Wir bekommen oftmals die Fragen gestellt, wie es am Schiff ausschaut mit Seekrankheit. Toi, 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 müssen wir eigentlich auf Holz klopfen. Ein ganz geringer Prozentsatz hat wirklich nur ein Problem mit Seekrankheit. Also ich hatte in meiner gesamten Laufbahn jetzt nur eine einzige Person, die wirklich nicht mehr konnte. Und mittlerweile habe ich aber 10.000 plus Tauchgänge. Ansonsten ist es null Problem für die meisten Gäste. Es gibt sehr gute Tablettenabhilfe, die man sich nehmen kann, wenn man sagt, okay, wir fahren längere Strecken. Und der Hauptvorteil im Norden ist eben, dass wir nicht zu lange fahren müssen und dass wir binnen kurzer Zeit wieder in ruhigen Buchten liegen, wo sich das Thema Seekrankheit eigentlich direkt erübrigt hat. Und von daher kann man den Leuten, die diese Angst gegebenenfalls haben, das kann man denen direkt ja, abnehmen, dass es hier im Norden null Probleme ist, auch mit leichter Seekrankheit anzureisen und eine Tauchsafari durchzuführen.